Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von How to Survive. Das habe ich jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt, um ehrlich zu sein. Das heißt, ich weiß auch gerade nicht wirklich, um was es geht. Ja, Batterie. Ah, okay, jetzt weiß ich noch. Wir brauchen Batterie und Kabel, sollen wir nehmen. Holen gehen. Alles klar. Es könnte sein, dass wir etwas zurückgesetzt wurden. Vielleicht noch irgendwo was. Ah, okay. Nein, da schlüpft hin. Das ist aber. Aha, eine Taschenlampe haben wir aber. So, oh mein Gott, hat der Affe mich gerade erschreckt. Hi! Rostige Machete. Haben wir eine. Alles klar. Kiao, Coco sehr hungrig. Coco liebt gekochten Fisch. Gekochter Fisch mit Wurzeln. Alles klar. Ah, wir haben hier Brand. Na egal. Oh, die kommen eh nicht so weit. Und da. Nein! Bleib stehen. Fall um. Alles klar. So. Die Pfeile sind dann bestimmt bei denen da oben. So viel weiß ich doch, dass man die Pfeile immer einsammeln konnte. Ich meine, jetzt hier mit den Brandpfeilen ist vielleicht minimal unnötig. So, wenn die Monster direkt vor einem sind. Aber egal. Pilze. Ah, Drecksding. Oh, was haben wir hier? Doppelzweig-Boomerang. Okay. Selbstgebauter langsamer Boomerang verursacht mittleren Schaden. Okay. Soweit ich mich erinnern kann, waren wir da beim letzten schon im Hall schon irgendwie. Knochenklinge, Klinge aus Knochen gefertigt als solche nutzlos, okay. Ich bin ja immer noch der übelste Fan von diesem, von einem Bogen. Muss ich ja ehrlich sagen. Aha, können wir schon nicht kombinieren. Was haben wir hier? Selbstgebaute Pistole. Das hier kann man auch bestimmt irgendwie zusammenfügen. Ah, okay, das geht nicht. Wie macht man das? Das hier kann man doch. Machen wir mal fallen lassen. Nehmen wir mal auf. Ah, okay, dann können wir den. Wie macht man das jetzt am besten? Weil, ich meine, wir haben ja noch. Guck ich mal erstmal hier, was. Das hier kann man nicht zusammenfügen. Das könnte man noch mit irgendwas oder auch nicht zusammenfügen. Was ist denn das hier noch gewesen? Ah, eine Angelrute. Okay, wie ich sehe, bricht schon so langsam die Nacht hinein. Ob die jetzt wohl von da oben runterspringen? Tatsächlich. Ah, da liegen schon mal Items. Das sieht man immer an diesen roten Flecken. Wenn ihr das auch seht. Warte, wenn ich die Map öffne, machen die doch Pause, oder? Ja. Um ehrlich zu sein, will ich mir das hier aber auch gerade nicht antun. Deshalb gehe ich hier mal ein Stückchen abseits. Jawohl. So. Oh,
je. Machen einen schon fertig, diese kleinen Missgeburten. Ah, da gräbt sich gleich bestimmt wieder was aus. So, was haben wir hier noch? Eine leere Flasche ist eigentlich ganz sinnvoll. Ah, da liegt auch noch was, oder? Auch eine leere Flasche, alles klar. Ja, komm. Ja, Ach! Das hier habe ich gar nicht aufgenommen, fällt mir gerade ein. Da bin ich irgendwie so stylisch vorbeigelaufen. Alles klar, das Fischen. Hell yeah! Alles klar. Also am besten fischt man zu Tagesanbruch bzw. Tagesende. So. Ha! Das habt ihr jetzt davon, Mistviecher. Hehe. dann gucken wir mal auf die Map. Also wir sind jetzt hier rüber gerannt und da unten ist so ein Kanalsystem. Ich gehe davon aus, dass... Scheiße, Mauszeiger sieht man jetzt, ich will es gerade zeigen. Dass man dann da hinten irgendwo hochkommt und dann darüber. Und dann müsste man eigentlich ziemlich schnell bei dieser Frau sein. Ja. Ich denke, ich renne mal noch so ein bisschen nach hier hinten so. Bei der Nacht sieht man so richtig, wo die ganzen Items liegen, ne? Das ist extrem gut, ist das. Wenn man so seitlich so ein bisschen aufpasst. Sieht man. Also hier gibt es jede Menge leere Flaschen, ne? Ist das, die mich denn angreifen, ja? So, da es so viele leere Flaschen gibt und Flaschen. Da ich die eigentlich als ziemlich sinnvoll empfinde. Und gerade auch ein bisschen Hunger. Oder? Kann ich das hier? Kann ich nicht kombinieren? Das kann ich nicht kombinieren. Das kann ich auch nicht kombinieren. Das auch nicht. Das hier auch nicht. Das auch nicht. Verdammte. Machen wir es halt eben so, dann so. Okay. Das ist gerade erfolgreich ein Pfeil, glaube ich, weggebackt. So. Können wir wenigstens mal ein paar leere Flaschen aufsammeln. Feuersteinstücke gibt es noch relativ viele. Erstaunlicherweise. Was haben wir hier noch rumliegen? Ja, so Holzstock. Knochen. Da so einen bräuchte man noch irgendwie. Ich weiß nicht, diese blaue Pflanze so wirklich will was anfangen kann man damit ja nicht, ne? Mit den Federn im Moment zwar auch nicht, aber die sind einfach nur sinnvoll, weil man später ja bessere Pfeile draus machen kann. Das hier kann man auch mit nichts kombinieren. Mal zusammenfügen mit. Jetzt bin ich gespannt. Ah, okay. Damit kann man dann wahrscheinlich den Kanister auffüllen. Hm.
Wir haben es im Moment mit Erschöpfung. Das ist meiner Meinung nach nicht allzu gut. Das kann man zusammenfügen mit was? Na gut, wenn wir sowieso noch eins davon haben. Zum Sterben köstlich hört sich zwar leicht, naja, tödlich an. So. Scheiße. Ah, irgendwann. Wir bräuchten jetzt etwas gegen Erschöpfung. Haben wir hier eigentlich noch etwas liegen? So am Wasser, so. Nein. Hier auch nichts. Ach Gott. Dieser Affe. Ah, leere Flasche hätten wir hier noch. Nehmen. Aha. Selbstgebaute Stange. Ah, eine Eisenstange. Hatten wir so eine schon mal oder nicht? Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Mal gerade schauen. Oder wozu könnten wir die geopfert haben? Oder haben wir die vielleicht einfach weggeschmissen? Also eine Eisenstange ist definitiv sinnvoll, weil... Haha, Sackgasse, Bitches. Die müssen ja dann selbst vor sich Angst haben, wenn die so unter Flammen stehen, ja. Irgendwann werden sie es wohl aufgeben. Was mich aber gerade interessiert, kann ich jetzt eigentlich hier fischen? Tatsächlich. Die Lampe steht natürlich auch genau so, dass das noch so passend tut. Das finde ich gut. Dann fische ich hier jetzt einfach mal bis zum Rest der Nacht. Nur wenn ich so sehe, dass es mittlerweile an Schlaf mangelt, dann finde ich das eigentlich nicht so gut. Zumal mir ja wirklich das brauchen, ja. Durst lässt sich noch schnell lösen. Können ja trinken. Ich habe einen Brunnen hier gesehen gehabt und daher passt das ja noch gut. Gucke ich mal noch gleich schnell gerade auf die Uhr nach dem Angelvorgang. Okay. Okay, also breite Fische in Chips zu, okay. Ein Level Up haben wir auch bald. So wie es aussieht. Da kann man Molotow-Cocktails machen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Nachladegeschwindigkeit mache ich, glaube ich, als nächstes Mal. Ich meine, wir können zwar... Das Lustige ist ja, wir können ja eine Armbrust machen, aber irgendwie... Ja, das Rezept dazu fehlt. So, was haben wir denn hier noch? So ein Brustschutz oder so wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Es ist jetzt gerade 2 Uhr, also es ist nicht mehr so lange, bis es dann auch wieder zum Tag weitergeht. Scheiße, 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 scheiße. Ah, ah. Glück gehabt. Das war richtiges Glück irgendwie. Lustig, wie die einfach da hinten so stehen, ne? Drecksdinger da, also wirklich.
Ah, dann warte mal kurz. In der Zeit erlaube ich es mir mal einfach kurz einen Schluck zu trinken. So, Angel rein, weil es geht jetzt in den Morgen rein und ich würde eigentlich gerne so einen gekochten Fisch haben, ja.